Gibt es die EU in 10 Jahren noch? Ja, oder, also ich meine, nein, die legen wir weg, das ist ja zu albern. Ja, natürlich. Die sollte es ja auch weitergeben. Wir sind jetzt zwar in der Schweiz, die halten von der EU nicht viel hier. Aber wir sind aus Deutschland und sehen das ganz anders. Fängst du an? Na also gut, ich fange mit einer persönlichen Frage an. Lieber Lars, warum trägst du deinen Schnauzbart? Ja, ich bin ein großer Fan von Frank Zappa, der genau so einen Schnauzbart hatte. Also habe ich ihn mit 16 angefangen wachsen zu lassen. Da war es noch ein zarter Pflaum und irgendwann ist es mehr geworden. Ich weiß auch nicht mal, wer das ist. Frank Zappa ist ein Rockmusiker aus den 60er Jahren, da fing er an. Die erste Platte war von 66. Ja. Und ein sehr produktiver Mensch, der alle möglichen Genres bedient hat, bis zur modernen E-Musik und 1994 früh verstorben ist. Und da kommt deine Liebe auch für die Rockmusik. Unter anderem, ja. Aber bei ihm bin ich am meisten begeistert über die Jahre gewesen. Was wärst du denn lieber, Rockstar oder ökonomischer Star? Also ich bin froh mit dem, was ich gemacht habe, dass ich nicht versucht habe, irgendwie Rockmusik professionell zu machen, sondern lieber eine ordentliche akademische Karriere gemacht habe. Ja. Aber hättest du nicht mehr Geld verdient? Naja, man muss ja sehen, das ist so ein Winner-Take-All-Markt, das ganze Musikbusiness. Das gilt ja auch für die klassische Musik. Und unglaublich hart. Also auch selbst wenn man sehr gut ist, ist es schwer, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und ich habe schon gemerkt, dass ich nicht gut genug bin für die Musik. Ich habe keine persönliche Frage für dich, sondern zuerst einmal. Ich dachte, du hättest gut nach meinem Bein. Die hat nämlich einen Vorteil. Wenn die Milch runterläuft, dann läuft sie nach unten. Ja, pass auf, wenn du die willst, die habe ich auch. Du trägst deinen Bart seit einem halben Jahrhundert. Was hat er zu bedeuten? Ach, das ist ja letztlich ein Überbleibsel aus der Protestbewegung der 68er Jahre. Ja? Das war damals modern, man wollte sich absetzen und das will ich ja immer noch. So bleibt man sich treu, genau. Okay, die nicht so persönliche Frage war, warum sind Ökonomen, die etwas von Wirtschaft verstehen sollten, nicht längst alle reich? Ach ja, das ist gut. Ja, die Ökonomie hat ja zwei Teile. Das eine ist die Volkswirtschaftslehre und die andere die Betriebswirtschaftslehre. Ne? Die Betriebswirte werden reich, die Volkswirte weniger. Der Arbeitsmarkt ist so schlecht. Es gibt so wenig Völker, aber es gibt viele Betriebe. Okay, aber die Betriebswirte werden auch nicht alle reich. Aber eher. Da kommen viele eher. Ja auch einfach ins mittlere Management. Ja, und stimmt. Wenn die Firma umstrukturiert wird, werden sie abgebaut sozusagen. Ja, wir haben zum Glück den Staat. Ja. Wir haben zum Glück den Staat, das stimmt. Ökonomen haben spätestens seit der Finanzkrise 2008, so steht hier, einen ziemlich miesen Ruf. Zu Recht? Nein, meines Erachtens zu Unrecht. Ich glaube, dass die Finanzkrise deswegen einen Unterschied macht, weil es in verschiedenen Bereichen, das ist wohl auch in die öffentliche Meinung gegangen, die Vorstellung gab, dass Finanzmärkte grundsätzlich effizient sind und deswegen als Benchmark dienen können. Also insofern eine Rolle spielen als Reaktion auf den Finanzmärkten zeigen, dass irgendetwas nicht so gut in den verschiedenen Ländern läuft. Und das habe ich vor der Finanzkrise für eine Hypostasierung gehalten und denke, dass dann die Gegenreaktion auf der anderen Seite, jetzt zu sagen, alles, was Ökonomen einem erzählen im Hinblick auf Effizienz, ist völlig unsinnig, genauso ein großer Quatsch ist. Also ich finde schon, dass man unserem Fach und den Personen, die dort in der wirtschaftspolitischen Beratung dabei sind oder in der wirtschaftspolitischen Diskussion dabei sind, Unrecht tut mit dieser Haltung. Es kommt ja hinzu, die Effizienz des Kapitalmarktes, des Finanzmarktes ist ja ganz anders definiert, als man das meint. Heißt ja eigentlich nur, dass im aktuellen Kurs einer Anlage schon alle Informationen drinstecken. Man kann den Markt nicht schlagen. Nicht?
Mehr heißt es ja nicht. Effizienz im höheren, größeren, tieferen Sinne ist ja gar nicht gemeint. Mit dem Effizienzbegriff. Ja. Also es ist schon vom Effizienzbegriff her schwierig, aber uns war vorher auch längstens bekannt, dass es Übertreibungen auf den Finanzmärkten gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in unserem Fach davon in irgendeiner Form überrascht gewesen wären. Also jeder, der Keynes gelesen hat, der muss ja kein Keynesianer sein im engeren Sinne, aber dieser Keynes, der uns die Unsicherheit auf eine bestimmte Art analysiert hat, beschrieben hat und vor allem auf die Finanzmärkte rekurriert hat, der hat nach wie vor absolute Gültigkeit. Ja. Also insofern. Da kann ich nur zustimmen. Also das sind bestimmte Ökonomen, die man hier meint, aber es können nicht alle gewesen sein, denn wir haben ja nun auch die Theorie der übermäßigen Risikovorliebe durch Haftungsbeschränkung gehabt und dass die Zockerei auf den Kapitalmärkten das Problem ist, das ist ja nun lange in Schriften problematisiert worden, nur in der Öffentlichkeit nicht angekommen. Ja, selbst die, die in der Öffentlichkeit angekommen sind, Greenspan mit seiner Irrational Exuberance zum Beispiel, ja. Das ist dann mal kurz aufgeschrieben worden, aber trotzdem waren viele überrascht, als die Finanzkrise in dieser Form gekommen ist. Ja. Macht Wohlstand träge? Oh ja, das kann man wohl sagen. Wir haben eine lange Phase von sehr viel Wohlstandsentwicklung in Deutschland hinter uns. Ich bin ja nun in der Nachkriegszeit geboren, 48, da war der Krieg gerade zu Ende, die Armut war wirklich bitter. Zum Glück lebten wir am Lande, sodass man also mit den eigenen Schweinen noch zurechtkam. Aber Kleidung und diese Dinge kaufen, das ging ja schon mal rein gar nicht, das musste selber gemacht werden. Wenn ich das vergleiche mit dem Wohlstand, der heute da ist, ist es unvergleichbar, völlig unvergleichbar. Und wenn man nun lange so eine stabile Wirtschaftsentwicklung hat, wie wir es hatten in Deutschland, und die Einkommen steigen immer, dann verliert man den Blick für die Knappheiten auf der Welt und die echten Probleme. Wir sind jetzt seit 2008 in einer fortwährenden Abfolge von Krisen in Europa und der Welt, bis hin zur Pandemie und dem Krieg und so weiter. Es ist eine neue Phase der Ernüchterung, wo die Welt nicht so gut und so schön ist und so in sich ruhend ist, wie man das vorher dachte, und auch nicht weiter so funktioniert. Und auch natürlich das Klimathema ist endlich angekommen in den Köpfen der jungen Menschen, die also da dann zu Recht irgendwie auf die Straße gegangen sind. Ein Thema, was wir in der Ökonomie ja nun auch lange vorbereitet haben. Und die Umweltökonomie, was häufig verkannt wird, ist seit 1920 ein großes Thema in der Ökonomie und ist ein Unterrichtsfach, nicht? Das ich zum Beispiel jetzt jahrzehntelang unterrichtet habe. Mich freut das sehr, dass also das öffentliche Bewusstsein hier sich gedreht hat und man problemorientierter ist. Jetzt kommt allerdings hinzu, dass man bei dieser Problemorientierung auch versucht, allmählich die Gewichte wieder richtig hinzukriegen, dass man das Mögliche vom Wünschbaren unterscheidet und nicht nur eindimensional immer nur eine Sache verfolgt. Denn es gibt viele Probleme. Der Krieg ist eben eines und unsere Energiewende zeigt im Moment Risse, weil die Vorstellung, mit Wind- und Sonnenenergie zu arbeiten und dann mit Gas die Lücken zu füllen, die da bleiben in den Dunkelflauten, die ist ja gerade zerschellt an der Wirklichkeit dieses Krieges und der Bedrohung der Gasversorgung. Also alles Mögliche wird zurechtgerückt in dieser Zeit. Und das ist auch gut so, denn so schön und einfach ist die Welt nicht, wie viele Menschen es lange Zeit dachten. Ja, gerade im Hinblick auf die Energieversorgung wird ja auch deutlich, dass wir mit Erneuerbaren im Grunde vor allem über Strom diskutiert haben. Und die weitere Energieversorgung rückt ja mit dem Ukraine-Krieg so richtig jetzt auch in die Aufmerksamkeit. Ja. Wie viel Gas die Chemie in Deutschland verbraucht, ist den Menschen in der ganzen Diskussion um Erneuerbare eigentlich nicht bewusst gewesen. Ja, und auch für die Heizung. Es wird, allein aus Russland kriegen wir 6-mal so viel Primärenergie, wie durch Wind- und Sonnenstrom insgesamt erzeugt wird. Während also die russische Energie wegfällt, das so schnell mal von heute auf morgen durch Wind- und Sonnenenergie zu ersetzen, das geht eben gar nicht. Ne? Ja. Das ist absolut utopisch und es ist auch schon schwierig,
den Lieferanten Russland schnell zu ersetzen durch andere Lieferanten. Ja. Ja, also es geht, man kann Verträge mit Katar abschließen, aber erstens sind das typischerweise langfristige Verträge, die konfligieren mit dem Ziel, die Klimaneutralität bald haben zu wollen. Und auf der anderen Seite müssen ja die Lieferungen auch irgendwie getätigt werden. Wir haben keine LNG-Terminals in Deutschland, die werden jetzt erst gebaut. Mhm. Die Pipelines sind natürlich auch nicht einfach da, die man dann nutzen könnte. Also so ganz simpel ist der Ersatz nicht. Mhm. Ja. Während den Russen es, wenn ich das noch anfügen darf, leichter fällt, das fehlende Geld zu ersetzen. Denn sie können das Gas, das sie nicht an uns verkaufen, ja per Termin jetzt schon an die Chinesen verkaufen. Das tun sie. Die Pipeline ist zwar noch nicht da, die wird jetzt gebaut, spielt keine Rolle. Die Chinesen bauen sie, man macht langfristige Lieferverträge, die laufen über Jahrzehnte und das Geld fließt schon heute. Nicht? Ja. Ja? Also den Geldhahn können wir den Russen gar nicht abdrehen, solange die Chinesen nicht mitmachen. Aber die können uns den Gashahn abdrehen. Und das ist das Problem. Oder wir ihnen natürlich auch. Ja, das ist asymmetrisch. Ja. Ja, gut, das ist so eine Witzfrage. Du wurdest schon so oft interviewt. Was ist eine Frage, von der du dir gewünscht hättest, dass man sie dir stellt, aber die nie gestellt wurde? Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also, ich weiß nicht, wie dir das geht. Es sind so viele Interviews und sie sind ja alle fachlich auf bestimmte Themen bezogen. Da hatte ich gar nicht die Vorstellung, dass mir irgendwie eine Frage gestellt werden sollte, die ich da beantworten will. Ja, weil ich denke, das muss in die Öffentlichkeit hinein. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ist auch ein bisschen gemein. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, was ich da antworten soll. Pass auf, ich habe zwei Fragen zu einem Thema, die vielleicht ganz interessant sind. Welcher Ökonom sollte nach deiner Meinung dringend den Nobelpreis bekommen? Soll ich sagen? Naja, also wir haben ja ausgemacht, wenn die Frage kommt, dass wir uns gegenseitig vorschlagen, nicht? Und das Geld dann teilen. Nein, aber im Ernst, Bruno Frey, der hat so tolle Sachen gemacht und ist der erfolgreichste Ökonom, glaube ich, weit und breit hier in Europa, was jedenfalls die Publikationsstatistiken da betrifft. Und er hat einen großen Vorteil. Er ist ein guter Freund von uns. Er wird eine große Party machen und uns einladen. Davon bin ich überzeugt. Insofern ist das ein guter Vorschlag. Ich habe gesagt, es sind zwei Fragen, weil da kommt einer hinterher. Der geht in die Gegenrichtung. Welches ist der überflüssigste Ökonomie-Nobelpreis, der je vergeben wurde? Ach naja, also dieser Preis über diese mathematische Black-Scholes-Formel oder so, das ist so ein Käse, das ist eine kleine technische Spielerei, habe ich nie als irgendwie relevant angesehen. Ohne den Kollegen zu nahe zu treten, ist sicher wichtig, aber man kann doch nicht einzelne kleine mathematische Tricks mit dem Nobelpreis versehen, sondern man muss doch schauen, ob das irgendwie eine substanzielle Bewegung geworden ist. Und das vermisse ich eigentlich viel zu sehr. Wir geben häufig Tricks für Modellpreise für kleine Tricks, kleine modelltheoretische Tricks, statt irgendwie eine gedankliche Bewegung zu prämieren. Ich meine, das ist auch passiert bei Hayek, Buchanan und so weiter, dass solche Lebensleistungen prämiert wurden, aber das ist zu wenig geschehen. Ja gut, die Lebensleistungen, also diejenigen, die für ihre Lebensleistungen ausgezeichnet worden sind, das hat irgendwann geendet. Mhm. Dass man so, ich hatte den Eindruck, dass das Nobelpreiskomitee einerseits schon auch die inhaltliche Änderung wollte, aber andererseits auch festgestellt hat, ja jetzt haben wir all diejenigen, von denen wir dachten, sie sollten für ihre Lebensleistung ausgezeichnet werden, eigentlich noch erwischt. Und dann ging es, habe ich den Eindruck gehabt, darum, ganz bestimmte Forschungsrichtungen auch zu bedienen. Ja, ja. Ja. Es führt dazu, dass man sich immer wieder fragt, wenn da einer einen Nobelpreis kriegt, ja, was hat denn der überhaupt gemacht? Also ja. Ehrlicherweise muss ich dann auch erst immer nochmal nachlesen. Nicht? Ja. Gut, das Fach hat sich so unglaublich ausdifferenziert. Das ist die andere Seite. Und dann werden auch kleinere Dinge belohnt. Also dass zum Beispiel natürliche Experimente durchgeführt werden,
in der Entwicklungsökonomik und zu bestimmten Einsichten geführt haben. Ja, ja. Gut. Das ist ja auch halt, nur eine Methodik, wenn man ist auch will. Nur eine, allerdings eine mächtige, nicht? Ja. Das fand ich nur. Da hätte ich jetzt eher auch zugestimmt. Ja, ja, ich auch, aber es stimmt schon, ja, dass ja, Black Scholes damals, naja. Wer ist denn der bessere Zentralbanker, Mario Draghi oder Christine Lagarde? Ja, das ist schwer zu sagen. Frau Lagarde ist ja keine Ökonomin und das merkt man immer wieder, dass sie im Grunde wesentliche Sachverhalte überhaupt nicht versteht, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber Draghi ist natürlich ein Top-Ökonom, ja, der also mit allen Wassern gewaschen ist. Ob er jetzt deswegen der bessere Zentralbanker war, weiß ich nicht. Er hat für mich eine Politik gemacht, die eben die Finanzkrise da gelöst hat durch Haftungsverbünde, die er geschaffen hat. Das ist genau das Thema. Und die Folge ist eben eine gewaltige Aufblähung der Geldmenge und eine Inflation, die wir jetzt haben. Also ob das so richtig gut war, das zu machen, oder ob es nicht besser gewesen wäre, im Falle Griechenlands zum Beispiel einen Austritt aus dem Euro zu realisieren, um diesen Schuldenexzessen dann mal ein Ende zu setzen und der Geldvermehrung. Das ist eine offene Frage. Also Draghi ist auf jeden Fall sehr kompetent, aber auch wenn man sehr kompetent ist, kann man mit einer Zielorientierung, die sich nicht unbedingt deckt mit dem Maastrichter Vertrag, doch auch viel Unheil anrichten. Interessiert dich, was die Medien über dich schreiben? Ja, natürlich. Man will ja nicht durch die Öffentlichkeit gezogen werden mit irgendwelchen komischen Äußerungen. Klar, ich versuche immer rauszufinden, was über mich so geschrieben wird. Also habe ganz eindeutig einen Google Alert Lars Feld, wo ich dann schaue, was über mich in der Öffentlichkeit geschrieben und gesagt wird. Also auch, was auf Twitter passiert, um einfach zu wissen, welche Diskussionen da stattfinden. Ich weiß gar nicht, dass das gibt, Google Alert. Ah ja, ich kann mir vorstellen, da wird man gewarnt, wenn irgendwelche Fehlmeldungen oder überhaupt Meldungen kommen. Überhaupt, ne? Meldungen kommen, ja. Also alle Meldungen, alle Pressemeldungen, die über dich kommen, siehst du dann und dann weißt du auch, ja, was gesagt wird. Naja gut, im IFO-Institut habe ich ja auch meine regelmäßige Presse-Rundschau bekommen, auch mit den Meldungen über das IFO. Ja, das ist natürlich sehr wichtig für jemanden, der so in der Öffentlichkeit steht wie du, nicht? Und noch Verantwortung trägt. Ja, ja, das ist ja bei dir auch nicht anders. Ja, also ja, aber mittlerweile anders. Ist es ja egal. Seit sechs Jahren bin ich Pensionär. Also ich interessiere mich da nicht mehr für alles, was da geschrieben wird. Rein ökonomisch, Merkel oder Scholz? Also ich glaube, die tun sich da nicht viel, Merkel und Scholz. Da war ökonomisch nicht viel. Also der Scholz hat mir gefallen 2008, als er das Kurzarbeitergeld da eingeführt hat. Das war ein wichtiger Schritt. Er gefällt mir jetzt auch bei seiner Ukraine-Politik, die sehr tastend und abwartend ist. Das ist das einzig Sinnvolle, was man machen kann. Während dieser Haudegen mag ich nicht. Aber sind beides keine großen Ökonomen. Nein, das kann man nicht sagen. Ja, also ich meine, beide hängen natürlich auch in ihren politischen Zusammenhängen, das ist schon klar. Also von daher weiß ich auch nicht, es ist immer schwer zu sagen, ob der Impuls wirklich von einem Minister oder von einem Regierungschef kommt, wenn es um wirtschaftspolitische Entscheidungen geht, weil ja viel dann auch im Apparat vorbereitet ist. Ja. Man muss sich dann aber auch umgeben mit entsprechenden Leuten und auf sie hören, nicht? Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei Angela Merkel die Ökonomen nicht solch eine Rolle spielten wie die Public Relations Berater. Sie hat ja da wöchentlich ihre Umfrage machen lassen, wie kam ich an diese Woche, wie muss ich meine Argumentation verändern, damit ich wieder einen Viertelpunkt hochkomme und so etwas. Also dieses ewige Schielen auf die öffentliche Meinung und davon alles abhängig zu machen, ist nicht alleine ausreichend, sondern man muss einen Kurs haben,
der langfristig richtig ist. Und sie hat diesen Kurs nicht gehabt. Sie hat sich immer treiben lassen wie eine Feder vom Wind. Und als die Stimmung war gegen Atomkraftwerke und als sie befürchtete, die Stimmen an die Grünen zu verlieren, hat sie die Atomkraftwerke abschalten lassen, jedenfalls die Beschlüsse treffen lassen. Von einer Ethikkommission, muss man sich mal vorstellen, von Leuten, die im Grunde gar keine Ahnung haben von der naturwissenschaftlichen Seite des Geschehens. Techniker waren da ja gar nicht vertreten. So kann man doch nicht Wirtschaftspolitik machen. Das ist genau das, was Max Weber mal Gesinnungsethik genannt hat. Also man tut etwas, was im Moment moralisch geboten scheint, und dann kriegt man auch den Applaus einer Presse, die das auch nicht richtig durchschaut, um was es alles geht. Moralisch sind viele unterwegs, Meinungen sind stark, auch wenn man keine Argumente und tieferes Wissen hat. Und die Konsequenz ist, ja, dass wir jetzt hier vor die Wand fahren mit unserer Energiewende. Ja, und alle die möglichen Leute, die früher da auch still gewesen sind, jetzt aufbegehren und sagen, wir können doch nicht die letzten drei Atomkraftwerke jetzt noch abschalten, die CO2-freien Strom liefern und einen regelbaren Strom. Im Gegensatz zum Wind- und Sonnenstrom ist der ja nun an- und ausschaltbar. Also die Nachfrage ist ja auch volatil, das muss man immer anpassen. Und wir brauchen keinen noch volatileren Angebotsstrom, der das Problem noch vergrößert. Ja. Ja, also deine Kritik an der Energiewende durch Merkel, die teile ich vollumfänglich. Das war sozusagen, also aus meiner Sicht, der größte Fehler, den sie in der Amtszeit begangen hat. Ja. Sie hat allerdings nicht mehr so sehr auf Umfragen geschaut in der Flüchtlingskrise. Ja, obwohl, anfangs schon. Sie hat sich treiben lassen von der Presse. Das war auch einfache Gesinnungsethik. Verstehe ich ja. Man ist ja auch. Ich glaube, die war intrinsischer bei ihr. Die war nicht so sehr mediengetrieben. Ja? Weil die Medien sind ja schneller rumgeschlagen. Ja, sie blieb dann bei ihrem Kurs. Aber als im Sommer 2015 dann diese Flüchtlinge vor Ungarn, vor der ungarischen Grenze standen und oder auf den Bahnhöfen dann auch landeten, hat sie reingeholt. Das habe ich auch verstanden. Man muss auch hin und wieder direkt moralisch so entscheiden. Ich fand das auch richtig, dass sie reingeholt hat. Nur hat sie dann nicht gesagt, das ist eine Einmalaktion, sondern kam dann mit so komischen Sprüchen, eine Grenze kann man nicht verteidigen oder schließen oder kontrollieren. Das ist ja ein Unsinn. Ich habe in der Pandemie alles gekonnt sofort. Und das war ein Kontrollverlust. Anders kann man das nicht ausdrücken. Und den Kontrollverlust hat sie dann ein bisschen halsstarrig weiter verteidigt mit moralischen Argumenten. Das ist keine Wirtschaftspolitik. Und keine Politik an sich. Es ging ja nicht um wirtschaftliche Dinge. Ja. Gut, soll ich dich noch was fragen? Ja. Ach so, das ist auch so eine Frage, wie du sie mir gestellt hast, über den Euro, gibt es die EU in 10 Jahren noch? Ja, oder, also ich meine, nein, also die legen wir weg, das ist ja zu albern. Ja, natürlich. Die sollte es ja auch weitergeben. Wir sind jetzt zwar in der Schweiz, die halten von der EU nicht viel hier, aber wir sind aus Deutschland und sehen das ganz anders. Ja. Ich verstehe, dass die Schweiz nicht rein will. Man kann also Trittbrettfahrer auch sein in vielerlei Hinsicht. Verstehe auch die legitimen Bemühungen, unabhängig zu bleiben. Alles okay, aber wir brauchen natürlich die EU als Deutsche auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Also das, da brauchen wir nicht viel drüber zu reden. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Haderst du mit dem Alter? Nee. Also solange man gesund bleibt, nicht. Im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, also das, was ich gemacht habe, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Das habe ich jetzt erledigt. Das ist ein beruhigendes Gefühl. Ne? Und man hat die Kinder großgezogen, Enkel sind da. Ich bin also sehr zufrieden. Hadere überhaupt nicht mit dem Alter. Nein, nein, nein. Natürlich will ich keine Krankheiten. Da gibt es genug zu hadern, auch in der Umgebung, wenn man drüber nachdenkt. Aber das ist ein etwas anderes Thema. Das heißt, du ruhst in dir? Ja, ich denke, es ist nach diesen hektischen Jahren im IFO-Institut ist es auch wirklich gut, wenn man wieder etwas zur Ruhe kommt. Das ist so, Institutsleiter zu sein,
heißt ja, in Atemnot zu arbeiten, permanent. Das heißt, du kannst eine Sache nicht richtig fertig machen. Es kommt dann schon, bevor du fertig bist, das Nächste und dann kommt das Übernächste. Und ach, im Übrigen stehen da vor der Tür die und die Leute, mit denen haben wir jetzt eine Verabredung. Und. Also bist permanent getrieben und das ist zwar etwas, was den Adrenalinspiegel hebt, und wenn man gesundheitlich gut dabei ist, dann kann man da so allerlei leisten. Das ist also auch irgendwie okay. Aber es ist auch gut, wenn das einmal zu Ende ist. Ich habe immer gesagt, 10 Jahre reicht eigentlich für solche Institutspräsidentschaft. Und dann müsste der Stab weitergegeben werden. Ich bin es dann 17 Jahre gewesen. Das war vielleicht schon 7 Jahre zu viel, ich weiß es nicht. Es hat mir aber Spaß gemacht, ich kann das nicht anders sagen. Und genauso schön ist es jetzt, sich etwas zurücklehnen zu können und mehr Muße zu haben für andere Dinge. Ja, sind Ökonomieprofessoren eher machtgeil oder geldgierig? So ein bisschen hatten wir das schon, ne? Mit dem ja, geldgierig. Ja. Aber gut, wir haben das mit dem machtgeil, ja. Also das, ich weiß nicht, ob man das irgendwie auf Ökonomen beziehen kann. Ne? Es gibt Menschen, die unbedingt Macht haben wollen und solche, denen es nicht so wichtig ist. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde mich so nicht einschätzen. Nee, sondern dann muss man nicht Ökonom sein, genau. Als Wissenschaftler. Da muss man einen anderen Weg gehen, da muss man absolut. In die Politik gehen. Direkt, ne? Das ja, ja, aber auch in der wirtschaftspolitischen Beratung, ob jetzt, du bist ja auch im Beirat beim Wirtschaftsministerium und hast also individuell und dann auch als Institutschefs viel Beratung gemacht, da ist es ja gerade, also so empfinde ich das, es ist ja gerade ein positiver Aspekt, dass man nicht in ein Machtgefüge eingebunden ist, ja, sondern unabhängig außen vor bleiben kann. Das hat immer die zwei Seiten, dass man dann manchmal auch nicht ganz nah an den Entscheidungen dran ist und nicht alle Informationen zur Verfügung hat, die Entscheider haben. Und es hat andererseits aber auch den Vorteil, dass man nicht verantwortlich ist für das, was entschieden wird. Na gut, also bist du geldgierig? Nee, bist du auch nicht. Hast du vorhin schon gesagt. Aber warum bist du nicht mehr in der SPD? Wann warst du denn drin? Ich war relativ lange drin geblieben. Ich bin eingetreten Anfang der 1980er Jahre. War ja als junger Mensch politisch interessiert, friedensbewegt. Dann kam damals die sogenannte Wende zur christlich-liberalen Koalition unter Helmut Kohl und bin dann der SPD beigetreten. Ich bin der SPD und nicht den Grünen beigetreten damals, weil es eine lange familiäre Tradition in meiner Familie gibt, mütterlicherseits, die weit zurückreicht. Mein Urgroßvater war Gründungsmitglied der SPD im Saarland, war vor dem Dritten Reich, also bevor das Saarland dem Dritten Reich beigetreten ist, 1935, schon Bürgermeister als junger Mann in einer kleinen Gemeinde im Saarland. Und hat diese Position wieder eingenommen nach dem Zweiten Weltkrieg und war dann über 20 Jahre Bürgermeister der Gemeinde. Und so hat sich das dann in der Familie fortgesetzt. Also ein Verwandter von mir war Bundestagsabgeordneter für die SPD und auch Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, parlamentarischer Staatssekretär unter Helmut Schmidt. Und so ja, hat meine Familie es verstanden, mich als jungen Menschen zur SPD zu kanalisieren und nicht zu den Grünen. Ich bin dann ausgetreten nach meiner Rückkehr aus der Schweiz, Ende 2002 oder Anfang 2003. Wir sind im Sommer 2002 umgezogen. In der ganzen Schweizer Zeit hat mich diese Mitgliedschaft eigentlich gar nicht interessiert. Die hat so gut wie geruht. Also ich weiß gar nicht, ob ich Beiträge gezahlt habe. Ich habe mich in der Schweiz sehr mit den Institutionen dieses Landes beschäftigt, bin auch relativ begeistert gewesen damals von der direkten Demokratie. Je mehr man dann analytisch rangeht, sieht man natürlich auch die Vor- und Nachteile dieser Institution. Aber die Dominanz der Parteipolitik in Deutschland hat mich nach meiner Rückkehr abgeschreckt. Also wie stark durchsetzt das System letztlich ist durch die Parteien, wie sehr sie auch in der öffentlichen Verwaltung Positionen einnehmen, in unterschiedlichen Institutionen, die wir so kennen, bis hin zur Wirtschaft, wenn man sich den Austausch dort anschaut, dass Staatssekretäre in die Wirtschaft gehen und dort in Vorständen oder
auf der Ebene darunter noch einmal Funktionen wahrnehmen. Das fand ich abstoßend und bin dann ausgetreten. Es kam noch hinzu, dass die Agenda 2010 damals verabschiedet wurde und sie mir nicht weit genug ging. Ich dachte schon, dass man im Hinblick auf die Arbeitsmarktreformen noch mehr machen müsste, als gemacht worden ist, weil ich befürchtet habe, dass die Gewerkschaften sich wieder so aufrappeln werden, dass sie alles in die Gegenrichtung bewegen. Und das ist auch so eingetreten. Also wenn man sich heute anschaut, was wir haben mit Mindestlohn, mit anderen Elementen, mit denen man versucht, die Tarifautonomie zu stärken, was aber im Wesentlichen heißt, die Gewerkschaftsseite stärker zu machen auf gesetzlichem Wege, dann sieht man genau diese Bewegung, diese Rückentwicklung der SPD ins Gewerkschaftslager hinein. Und vor dem Hintergrund war es vielleicht, hätte ich vielleicht noch früher austreten sollen. Ich war auch in der SPD mit 18 oder so bin ich schon eingetreten. Ich war vorher bei den Falken, bei der Jugendorganisation Sozialistische Jugend Deutschlands. Hatte da auch so eine Gruppenleiterfunktion und war in der SPD, im kleinen Ortsverband. Dann kam ich aber an die Uni und dann war schon nichts mehr mit der SPD. Aber ich war im Sozialdemokratischen Hochschulverband, SAB, der sich später in Sozialistischen Hochschulverband umbenannte und sich löste von der SPD. Da bin ich dann allerdings da ausgetreten bei der Gelegenheit. Und seitdem habe ich da keine Beziehung mehr, zumal unser Fach einen neutralen Status verlangt. Also ich war dann begeisterter Ökonom geworden durch den Unterricht und fand, das war also eine neutrale Sichtweise auf das Geschehen, die jetzt eine Parteilichkeit eigentlich verbietet. Ich habe Verständnis für Kollegen, die in einer Partei sind oder eine Nähe zu einer Partei suchen, aber man will sich nicht abhängig machen. Und du bist ja auch nicht in der FDP, nicht? Du bist eben als unabhängiger Berater da. Das muss man natürlich, man muss seine Stimme zur Verfügung stellen, aber sich selbst nicht einbinden. Ja, also ein bisschen ging mir das ähnlich, aber ich habe lange gebraucht, bis ich dann wirklich ausgetreten bin. Durch das Studium wird man ja auch von diesen Ideologien weggebracht. Also eigentlich das Gegenteil dessen, was man von außen den Ökonomen immer vorwirft, dass sie Ideologen seien, Marktideologen oder was auch immer in der Presse kursiert. Sobald man sich mit Wirtschaftsthemen wissenschaftlich auseinandersetzt, kommt man weg von der Ideologie, meines Erachtens. Ja, ja. Und das ging mir da ähnlich wie dir. Je mehr ich da im Studium nach vorne gegangen bin, umso mehr habe ich mich entfernt von diesen politischen Vorstellungen. Dass ich länger gebraucht habe zum Austreten, hat vielleicht mit der familiären Bindung zu tun. Und es ist heute immer noch so, dass meine Mutter mich fragt, wie konntest du nur austreten? Ja, meine Mutter hat auch, als ich dann schon in Münster studiert habe und nicht mehr zu Hause war, dann noch 2 Jahre die Beiträge weiter bezahlt. Aber dann eben nicht mehr. Wer hat mehr ökonomische Vernunft, die Grünen oder die Sozialdemokraten? Ach, das ist ja, ich will ja keinem unterstellen, dass er keine ökonomische Vernunft hat. Also die Sozialdemokraten sind irgendwie pragmatischer und träumen nicht so viel. Die Grünen sind naturgemäß vielleicht hier etwas idealistischer unterwegs, aber sie sind umgekehrt bei nicht-grünen Belangen der Wirtschaftspolitik auch wiederum marktnäher als die Sozialdemokraten. Also es ist schwer zu sagen. Nee.